Elite-Soldaten beim KSK, dem Kommando Spezialkräfte, werden. In der Ausbildung lernen die Männer das kennen, was ihnen später im gefährlichen Einsatz widerfahren kann. Den Feind im Nacken, von Hunden gejagt. Sie sind die geheimste Truppe in Deutschland. Das Kommando Spezialkräfte aus Calw im Schwarzwald. Keiner kennt ihre Namen. Die Gesichter verbergen sie hinter Sturmmasken. Sie erledigen die gefährlichsten Jobs. Zum Beispiel sollen sie in Afghanistan gemeinsam mit amerikanischen Eliteeinheiten Jagd auf Osama Bin Laden gemacht haben. Geheime Operationen im Auftrag der Regierung. In der ersten Phase fliehen die Leute quasi nach einer Gefangenschaft. Ihnen wird alles abgenommen, sie haben nichts mehr. Sie haben nur noch das, was sie am Leib tragen. Plus ihren behelfsmäßigen Kompass quasi und einer selbst gezeichneten Karte. Zwei Nachwuchssoldaten des KSK. 18 Monate haben sie sich auf der internationalen Fernspähschule in Pfullendorf ausbilden und testen lassen. Aus einem fiktiven Gefangenenlager brechen sie aus und schlagen sich über 100 Kilometer durchs Gelände. Der Feind dicht hinter ihnen. Das ist die letzte Fahrkarte nach Hause. Und jeder, der irgendwie einen Hang dazu hat zu leben, nach seinem Job, nach seinem Einsatz auch wieder nach Hause zu kommen, sei es für die Familie, für sich, für wen auch immer, der soll sich hier quälen, um hier eben zu sagen, okay, ich bin gewappnet, für was auch immer da draußen kommen mag. Die Verfolger sind ihnen dicht auf den Fersen. Gefährlich nahe kommen sie den beiden künftigen Spezialsoldaten. Die Flucht ist realistisch. Werden beide gefangen, so setzt man sie psychisch unter Druck, zeigt ihnen, was es bedeutet, einem Feind wehrlos ausgeliefert zu sein. Ja, man rutscht ziemlich schnell von der Übungssituation in die reale Welt hinein und dass man eben sich richtig in diesem Film befindet. Man hat richtig Feind, man trifft auf Feind. Als Elitesoldat beim Kommando Spezialkräfte haben sie später einen der gefährlichsten Jobs Deutschlands. Das erste Mal gejagt zu werden, das ist für viele der jungen Soldaten ein Schock. Bisher war vieles nur blanke Theorie. Hier fallen durchaus Leistungssportler raus und die kleinen, etwas wohlgenährteren, die stehen durch. Ja. Also es muss der Kopf sein, der hier die haupttragende Rolle spielt. Sie frieren, haben nichts zu essen. Aus ein paar Ästen haben sich Tobias und Mark eine kleine Hütte gebaut. Nachts in Dörfern Lumpen gesammelt, aus denen sie sich nun warme Kleidung nähen. Aus Eisenschrott werden gefährliche Waffen. Es gibt nur mein Buddy und es gibt nur mich. Der Rest ist quasi Feind. Also ich persönlich habe mir nicht die Frage gestellt, muss ich ihm vertrauen? Ich wusste einfach, ich kann ihm vertrauen. Und er weiß auch, dass er sich auf mich verlassen kann. Auch in der Nacht suchen die Verfolger nach ihnen. Eine Woche Psychostress, das schafft kaum einer. Viele der Soldaten geben auf, erkennen, dass sie der ungeheuren Belastung nicht gewachsen sind. Irgendwann wird jeder müde. Die Jungs sind irgendwann vielleicht ein bisschen in der Phase, wo sie routiniert werden. Ich bin noch nicht geschnappt worden. Wo sie vielleicht auch apathisch werden, weil nichts zu essen. Ich kann nicht mehr, ich bin müde. Scharfe Hunde haben längst die Fährten von Tobias und Mark aufgenommen. Die versuchen zwar immer wieder Spuren zu verwischen, doch der Abstand zwischen Jägern und Gejagten wird immer geringer. So, als sie vorbeigelaufen sind, hat man wirklich gespürt, da schlägt das Herz. Und man merkt auch, dass der Atem schneller wird. Man hofft einfach nur, guck nicht auf den Boden, sieh mich nicht und lauf weiter. Eine Woche ist vorbei. Beinahe haben es die beiden geschafft. Doch nun suchen auch Hubschrauber nach ihnen. Immer enger zieht sich der Kreis. Wenn man sich sicher fühlt im Wald unter Baumkronen und dann kommt der Hubschrauber, geht so tief, dass die Baumkronen auseinandergedrückt werden. Nicht allzu spät danach hört man Hundegebell und weiß, die Konsequenz davon wird sein, ich stehe gleich wieder irgendwo an der Wand und friere oder bekomme abgenommen, was mich warm hält. Dann ist es schlimm. Mark und Tobias haben keine Chance. Showdown auf der Wiese.
Sie werden festgenommen. Auch das lernen die Soldaten, zum richtigen Zeitpunkt aufgeben. Man denkt sehr viel darüber nach, was einem im Einsatz so widerfahren kann. Und dass es wirklich kein Geschenk ist, in Gefangenschaft zu raten. Dass es wirklich mit das Schlimmste sein muss, was es gibt. Nun beginnt der schlimmste Teil des Lehrgangs. Mehr als 24 Stunden werden die Soldaten psychisch unter Druck gesetzt, fertig gemacht. Die Bundeswehr erteilt Drehverbot. Zu brutal sind die Szenen.